Ja, Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Fly Fishing Chronicles. Ich bin heute wieder an einem Fluss unterwegs, mal ein ganz anderer Fluss. Ich war hier zuletzt gewesen vor 8 Jahren oder so. Da war es mit dem Fischbestand nicht so ganz so gut. Aber das hat sich jetzt vielleicht geändert, denn der Fluss ist seit so 3-4 Jahren wieder am Hauptfluss angebunden. Das heißt, er ist komplett durchgängig. Und ja, mal schauen, ob sich das irgendwie positiv auf den Fischbestand ausgeübt hat. Ich habe alles mit. Wir können alles fangen von Forellen, Döbel, Barben, Barsche. Ich bin gespannt. Bleibt dran. Ja, in solchen Abschnitten ist natürlich schwierig mit dem Warten, weil die halt so extrem ruhig sind. Da schiebt man natürlich immer so eine Welle vor sich. Ne? Das ist halt immer so die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte. Da darf man nichts überstürzen. Langsames Warten. Aber wir Angler sind ja sehr geduldig von Natur aus. Ah ja. Lange für gearbeitet. Oh, ausgestiegen, zu früh gefreut. Ich habe es ja immer schon am Schilf stehen sehen, extra aufgelauert. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass der Haken überhaupt nicht spitz ist, sondern dass die Hakenspitze sogar ein bisschen nach außen gebogen ist. Kein Wunder, dass der Haken nicht gefasst hat und ich den Fisch verloren habe. Obwohl das eine frische Fliege ist, ne? Frisch aus der Box, noch nie gefischt. Deshalb wirklich, man muss halt wirklich immer überprüfen, wie der Zustand der Fliegen ist. Eine riesige Barbe, ey. Leco mio. Wow. Wollte mich gerade beschweren, dass ich keinen Fisch sehe. Und dann so ein Koffer. Ah, das hat sich gleich wieder abdriften lassen. Strom ab. Ich bin wieder da. Die juckt die gar nicht. Ja, die Fische haben sich gleich wieder hingestellt. Döbel war auch gerade ein sehr schöner, großer Döbel. Beweis dafür, dass die Fische überhaupt nicht stört, wenn so Federvieh wegfliegt. Die stehen sofort wieder da. Sind das einfach gewohnt. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, wenn man so Enten oder Gänsesäger wegscheucht. Die Fische stehen sofort wieder da. Naja, schöner Döbel. Ach, endlich. Wollte jetzt eigentlich ein paar Nasen beackern, die am Rumgrasen sind. Aber jetzt kam ein Döbel, hat sich die Nymphe geschnappt. Sieht doch recht gut aus. Oh ja, der ist gut. Der ist richtig gut. Alter Verwalter. Na, da könnte Ü50 haben. Ja, schöner Dickkopf. Bring ich mal hier rüber ins Flache. Oh, komm her. Der ist richtig gut, ey. Und drin ist er, jawohl. Boah, der ist richtig gut. Kescher ist voll. Hier ist der gute, klassischer Dickkopf, wie im Bilderbuch steht. Geil. Ach, schaut euch die Schuppen an, wunderschön. Ja, die Kamera war leider aus. Nächster Dickkopf, diesmal auf Trockenfliege, nicht auf Nymphe. Ja, 54. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ich muss sagen, so das Wartangeln auf Döbel, so wie sich das hier an dem Gewässer zeigt, überzeugt mich überhaupt nicht. Ich habe so das Gefühl, gerade wenn das Wasser hier ein bisschen ruhiger ist, dass man die Fische vor sich her schiebt. Es ist halt wirklich am besten, man geht am Ufer lang, spottet die Fische und wirft sie gezielt an. Aber der räumliche Widerstand hier am Ufer ist mir zu krass. Ich habe jetzt keinen Bock, mich durch Brennnesseln und Brombeersträucher zu kloppen. Aber irgendwie ist das ja nicht so wirklich zielführend. Ja, schwere Hausnummer hier am Fluss. Ich habe es mir deutlich einfacher vorgestellt. Aber was willst du machen? Wo kein Fisch ist, kannst du auch keinen Fisch fangen. Die Fische sind hier nur ziemlich konzentriert an bestimmten Stellen. Und dann kriegst du auch Bisse, wenn du Glück hast. Spottest auch Fische. Aber der Fischbestand hat zum Vergleich von vor 7-8 Jahren deutlich nachgelassen, finde ich. Und erschwerend kommt noch dazu, dass weite Bereiche vom Fluss ein sehr steiles Ufer aufweisen. Da komme ich dann als Angler erst gar nicht hin. Brauche ich jetzt gar nicht drüber nachzudenken. Ne? Und ja, da waren natürlich auch ein paar Fische. Wie sollte es auch anders sein? Aber auch gut so, weil dann haben die Fische so einen Rückzugsort. Man muss jetzt nicht alle Fische fangen, keine Frage.
Ich gehe jetzt hier nochmal zurück zu der Einstelle, wo ich vorhin die zwei Döbel gefangen habe. Ich werde da nochmal ein bisschen fürs Abgehen. Und da war halt auch so ein bisschen mehr Struktur am Gewässergrund. Ja, das fällt hier schon auf. Also weite Bereiche vom Gewässergrund haben überhaupt keine Struktur. Das heißt also alles nur so ziemlich feinkörnig. Keine größeren Steine oder dergleichen. Und dort, wo es die aber gibt, das war hier vorne, wo wir die zwei Döbel gefangen haben, da ist dann halt auch Fisch. Das sind dann Nasen, die großen Steine abweiden. Dort hast du die Döbel, einen Barsch habe ich auch gesehen sogar. Und ja, deshalb werde ich da jetzt nochmal hingehen und werde da mal mein Glück versuchen. Hier vorne jetzt ein Döbel gespottet gerade. Ich hoffe, er ist noch da. Er kommt. Oh, wieso nimmt er den denn nicht? Er verschmäht meine Fliege. Oh, dreht wieder ab. Das gibt's doch nicht. Man wirft hin, macht's platsch, dann kommen sie raus. Und dann nix. Kann ich nicht einfach hinschwimmen und fupp machen? Ah, das wäre zu einfach, ne? Das wollen wir ja nicht. Wir könnten ja sowas wie Spaß empfinden beim Angeln. Oh, jawohl. Oh, jawohl. Oh, oh, oh. Und er ist im Schilf. Kriege ich ihn raus. Oh, kampfstark, ey. Üble Nummer. Krass. Oh, ganz sachte von der Oberfläche gezupft die Fliege. Oh, das ist schon wieder so ein großer Yoshi. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Boah, guckt euch an, wie bullig die sind. Meine Fresse. Der Kescher ist voll. Ja, schöner Goldbarren. Trockenfliege schön genommen. Und da wieder zurück. Ja, und hier sieht man nochmal sehr schön, was ich vorhin meinte mit der Struktur. Man hat die große Steine drin, man hat mittelgroße Steine drin, kleine Steine drin. Es ist einfach mehr Lebensraum einfach. Daran können sich Wasserinsekten dran heften und das sieht natürlich dann auch die Fische an. Und das haben wir ja bewiesen. Man hat sofort Fisch gesehen, Fisch gefangen, Nasen, Döbel. Ich habe einen Barsch gespottet. Das sieht gleich ganz anders aus. Ne? Ah ja. Was ist es? Bin gespannt. Döbel, ach. Ich dachte wenigstens einen kleinen Barsch oder so. Naja, gut. Barsch wäre geil gewesen. Oh, da muss ja eine Forelle stehen. Prädikat sieht geil aus, bringt aber nichts. Was ist das? Hatte da jetzt eben gerade schon ein paar Fehlbisse? Döbel, ja? Ja, dachte ich mal schon. Oh ja. Ach, Döbel. Ich hatte ja echt gehofft, eine Forelle. Keine Forelle. Gibt's doch nicht. Die Stellen sehen alle so super aus. Aber nix kommt. Echt eigenartig. A Dable. Natürlich. Die Brown Trout des armen Mannes. Ja, unser kleines Fischmonitoring mit der Fliegenroute ist zu Ende. War jetzt nicht so ertragsreich. War ziemlich ernüchternd, muss ich sagen. Die Renaturierungsmaßnahmen haben hier wohl noch nicht gegriffen. Nichtsdestotrotz konnten wir drei schöne Döbel fangen. Den einen, den ich gemessen habe, hatte 54 cm. Das heißt, der erste, da musste bei 57, 58 cm gewesen sein. War also schon ein ordentlicher Apparat. Jetzt hier das Streamerfischen. Das hat ja bis auf ein paar kleine
Döbel und einen kleinen Barsch nichts gebracht, keine Forelle. Obwohl die Stellen, man sieht es vielleicht im Hintergrund, wirklich richtig geil ausschauen, aber es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Das einzig Positive, muss ich sagen, sind halt die Nasen. Ne? Es sind schöne Nasen drin, schön große Nasen. Auch wenn jetzt die großen Nasenschwärme hier noch nicht präsent sind. Das macht das Hoffnung. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Euch viel Petrihel am Wasser und lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.